So, ich sag mal Moin und herzlich willkommen. Wir sind mit den Baubis auf dem Weg zum Strand. Ein bisschen Hundebespaßung. Wir haben heute allerbestes Wetter. Die Sonne scheint wie verrückt. Und so wie das aussieht, das ist auch noch recht voll am Strand. Evelyn hat gesagt, wir sollen rechts rumgehen. Hier vorne sind ganz viele Kräfte. Es wäre schön, wenn du ein bisschen lauter sprichst, damit unsere Leute dann auch hören. Evelyn hat gesagt, dass hier vorne ganz viele Kletten sind und wir sollen rechts rumgehen. Und da können die Hunde schön laufen, ohne dass die sich was in die Füße, ins Fell rein wursteln. Ja. Aber den Brösel, den zerhacke ich gleich. So. Der zieht. Ach, guck mal, wie schön das wieder ist. Ne? Alles neu gemacht. Alles neu, ja. Das letzte Mal lag hier alles quer. Ja, ihr Lieben, guckt euch das Wetter an. Ne? Heute haben wir den 27. Ach, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber ich kann mal nach dem Wetter gucken. 27.12. Heute ist 20 Grad laut meiner Uhr. Naja, 20 Grad im Schatten wahrscheinlich. Und hier können wir runter. Ich ziehe mal eben meine Schuhe aus. Ja, wir dürfen hier nicht mit Hund, aber da unten laufen auch Hunde. Ach, da sind so viele mit Hund da unten. Ja. Ja, ihr dürft jetzt laufen. So, ich ziehe mal die Schuhe eben aus. Ja, mach das. So, dann eier mal vorsichtig da runter. Ja. So. Komm mal her. Da habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf. Du auch, komm her. So, und jetzt. Lauft! Kleine, was sie machen. Die wollen spielen. Ja, die wollen spielen. Die warten auf ihr Spielzeug. Geht gleich los, Schatzi. Ja, wir müssen einmal die Wurfscheibe holen, Schatz. Ah, schönes, sauberes Wasser. Kannst du bis auf den Grund gucken. Ich dreh mal um. Oh. Ich hab gegen Durchfall was mit. Das ist eine Wasserratte, die Bonnie. Silvia? Los! Na los! So. Hi! Hi! Guck dir mal, die Wellen! Wo ist denn der Brösel? Brösel, geh auch rein! Komm! Komm mit, Brösel, komm! Komm mit! Na komm! Hey, ja prima! Super, Brösel! Gut.
Hier. Jetzt fliegen wir hier einmal die Küste längs. Das ist lecker, ne? Frisches Wasser. Weil die Bonnie ist ganz nass. Geht sie da hoch? Dann muss sie da hochspringen. Und der Brösel ist halb nass. Der ist nicht wirklich rangegangen. Bonnie ist in die Wellen gesprungen. Das war richtig, richtig toll. Ja. Ja, Leute, hier alles schön aufgezeichnet. Jede Seite, wie man gehen darf. Ja. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, hier wird nichts kontrolliert. Einige laufen hier mit Maske längs, ne? Hä? Ja, ich auch. Am Kinn. Ja, ich muss das nicht haben. Ja. Aber ich wollte kurz beim Sparladen rein. Nicht zum Konsum? Wir können auch zum Konsum gehen. Ist vielleicht besser. Der hat hat mehr Obstauswahl. Der fein den Kuchen. Ja, irgendwie eine Kleinigkeit. Nicht wieder so eine Kackkekse. Egal. Wir gehen nachher bergab. Ja, ja. Und du ruhst dich gleich mit den Hunden aus. Ja. Wenn ich einkaufen gehe. Ja, was ja wieder Stunden dauert. Ja, natürlich dauert das Stunden. Für die beiden Vauvis war das heute so ein richtig geiler Tag. Am Strand rumtoben und ins Wasser. Also das merkt man denen so richtig an, dass denen das gefallen hat. Und wie soll das natürlich anders sein? Silvia braucht noch was. Na, was braucht sie wohl? Nur wieder eine kleine Flasche wahrscheinlich. Und ich brauche ein Stück Kuchen. Und dann geht's zurück. Nachdem wir uns so alle ein bisschen ausgeruht haben, ist Kaffeezeit, ne? Und nun gibt's für alle was Leckeres. Na, sitz, Bonnie. So. Genau, richtig. Prima. Falls ihr nicht wisst, was das ist, das sind Schnüffelteppiche. Die haben ganz lange Fransen und da werden kleine Leckerlis drinne versteckt. Und die müssen sie erschnüffeln. Das macht denen so viel Spaß, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Silvia hat mir gerade gesagt, wenn einer von euch Interesse hat an so einem Schnüffelteppich, dann möge er uns doch bitte eine E-Mail schreiben. Das leiten wir dann weiter, weil Silvias Freundin, die macht die in Handarbeit selber. Bonnie hat auch alle gefunden. Das war ja was Feines. Hm? Prima. Ja. Oh, guck mal, der Papa hat auch einen Schnüffelteppich. Guck mal, was da alles Feines drauf ist auf Papas Teller. Ja, wir müssen ja die Figur halten. Oh, na ja.
So neigt sich nun wieder mal ein schöner Tag dem Ende entgegen. Wir denken da mal, dass euch auch vielleicht so etwas interessiert. Ein intimer Einblick in einen kleinen Tagesablauf. Wir werden noch ein paar Tage hier auf dem Platz bleiben und vielleicht so zwischendurch noch mal so ein, zwei kleine Radtouren machen. Vielleicht gibt es auch noch mal was Interessantes aufzunehmen für euch. Ja, ansonsten soll das Video hier zu Ende sein. Wir wünschen euch alles Beste und sagen wie immer Moin oder bis später. Und nicht vergessen, ein Daumen nach unten, der will verdient sein.